Hier sieht man jetzt den neu angebrachten Splitterschutz an der Seite. Das sind also Holzbretter, auf die eine Kunststoffplatte aufgebracht ist. Die Befestigung ist mit Splinten gemacht, sodass die ganz schnell, ganz einfach repariert, geändert werden kann. Und oben ist praktisch der Deckel so geschnitten, dass die Kunststoffplatte schmaler ist als die Holzplatte. Das heißt, die Klötzchen werden damit entbehrlich, weil die Kunststoffplatte von oben verhindert, dass die Seiten in die Mitte stürzen. So, und jetzt beschießen wir diese Platte erneut und werden dann beobachten, ob das Papier beschädigt wird oder nicht. Jetzt haben wir ein neues unbeschädigtes Papier vor die mit dem Aufprallabsorptionsholz ausgefüllte Box mit dem Ziel gespannt. Und ich mache jetzt als erstes noch zwei Schuss mit der Magnum-Patrone und dann gehen wir über zu der Open Pistol und danach wird auch nochmal mit einer Magnum-Patrone geschossen, mit einem Teilmantelgeschoss. So, das waren jetzt zwei Schuss mit der Magnum-Patrone. Wir gucken uns die Ecken an. Da gibt es scheinbar eine kleine oben, unten und an der Seite sehe ich nichts. So, und jetzt schießen wir mal mit der 9mm Kanone. Wir fangen jetzt mit der Magtech 9F an. Der erste Beschuss. Feuer frei. So, jetzt gucken wir mal. Das, was wir vorhin gesehen haben, diese massiven Schäden an den Ecken, lassen sich nicht nachvollziehen, aber es gibt kleinere im Mittelbereich. So, und jetzt nochmal die Hexagon, bitte. So, jetzt schauen wir uns auch nochmal die Sache an. Hier im Randbereich einige kleine Löcher, in der Tat. Und witzigerweise auch im Mittelbereich, was darauf hindeuten könnte, dass die von der Kunststoffplatte innen abgeprallt sind, aber keinesfalls so wie vorher ohne die Schutzmaßnahme. Okay. Wir sehen jetzt hier aus der Nähe in der Tat, dass es doch Verletzungen des Papiers gibt, aber über die ganze Fläche verteilt und praktisch aber nicht das Papier zerfetzt hat. Aber was uns erstaunt ist, dass es tatsächlich über die gesamte Fläche verteilt jetzt Rücksplitter gegeben hat. Ins Gesicht gekriegt habe ich nichts. Das heißt, mir ist nicht erkennbar geworden, dass es die 7 Meter, wir haben jetzt 8,50 Meter hier, zurückgeflogen ist.